Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Der Titel der Folge lautet: Billige Baufinanzierungen boomen, aber Vorsicht. Tja, ich habe einen Artikel von der Wirtschaftswoche jetzt auf dem Tisch liegen. Fand ich sehr interessant, wie die Redakteure mit dem Thema umgegangen sind. Deshalb möchte ich mich auf diesen Artikel beziehen. Die haben festgestellt, naja, in der heutigen Zeit ist es so, viele Menschen möchten doch den Wunsch vom Eigenheim verwirklichen, weil es ist schön, die Kinder vielleicht im eigenen Haus, im eigenen Garten spielen zu sehen und aufwachsen zu sehen. Und die niedrigen Zinsen sind natürlich auch dazu geeignet, Leute darüber nachdenken zu lassen, bei diesen Zinsen Eigentum zu bilden, nach dem Motto, was soll ich sonst mit meinem Geld machen, da verschulde ich mich doch lieber sehr billig. Das ist die eine Sache. Das andere ist natürlich, was Menschen auch in den Hauskauf hineintreibt. Ich finde keine Wohnung, die passt, die sind teuer, die Mieten, dann kann ich doch lieber, statt eine Miete zu zahlen, in mein Eigenheim investieren. Naja, jeder hat so seine Gründe, wo man ein Haus kauft. Das will ich jetzt nicht weiter beleuchten. Da kennst du sicherlich auch genügend Menschen und du hast auch Gründe gehabt, warum du ein Haus gekauft hast oder Eigentumswohnung gekauft hast oder nicht. Das Thema ist aber, man bekommt heutzutage doch recht einfach das Geld. Ja, ich sage recht einfach. Es gibt immer Berufsgruppen, ja, die haben es schwieriger, aber die Klientel, in der ich mich bewege, die bekommen doch recht einfach das Geld, um ein Haus, um eine Immobilie zu kaufen. Und die Banken sind natürlich sehr großzügig, wenn es aus Sicht der Banken stimmt, von der Versicherung her. Na klar, finanzieren wir doch gerne. Wir haben die Grundschuld und gucken mal, was läuft. Aber was kann passieren? Naja, wir haben jetzt immer noch Corona-Zeiten. Man weiß nicht, wenn du angestellt bist, selbstständig bist, verdienst du das gleiche Geld oder sagt dein Arbeitgeber oder deine Kunden, hey, wir versuchen es mal ohne dich, es kommt auf einmal weniger Geld in die Tüte oder man wird sogar arbeitslos. Das sind natürlich Szenarien, die, wenn sie im Laufe eines Hauskaufes reinkommen und Hauskauf, bevor das Haus entschuldet ist, vergehen ja locker mittlerweile 30 Jahre. Bei 2% Tilgung beispielsweise hast du über 30 Jahre Laufzeit, dann erst gehört das Haus dir. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und in 30 Jahren kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Aber nun mal ein Beispiel. Beispiel finde ich mal gut. Da schreibt die Wirtschaftswoche so schön, eine Doppelhaushälfte in einem Duisburger Vorort kostet bei 130 Quadratmeter Wohnfläche und einer Grundstücksgröße von 225 Quadratmetern, also Schuhschachtel, sage ich dazu. Nach Angaben eines Immobilienportals hätten dann die Käufer genügend Platz und der Kostenpunkt etwa 520.000 Euro inklusive Kaufnebenkosten. Erstmal muss man sagen, wow, für so eine Hütte, 130 Quadratmeter Wohnfläche, 225 Quadratmeter Wohnfläche, 520.000, Wahnsinn. Das zeigt auch schon, wie die Preise unglaublich hochgegangen sind. Jetzt ist Duisburg natürlich nicht so vielleicht vergleichbar mit München oder Hamburg, mit solchen Großmetropolen, aber man darf auch einzig vergessen, Duisburg hat je nachdem, ich weiß nicht, wo das liegt, aber Duisburger Süden ist ganz nett und hat die Nähe zu Düsseldorf, ist in dem großen Einzugsbereich, Düsseldorf, Krefeld und so weiter, dass doch viele Leute halt dort auch hingehen, weil es immerhin günstiger ist als in Düsseldorf, das Haus zu kaufen, denn da kommst du bei den Werten, bei diesen Vorgaben nicht mit 520.000 Euro hin. Wahnsinn. Naja, also für diesen Traum von Eigenheim müsste die Familie dann wirklich in die Tasche greifen. Wirtschaftswoche meint, die haben 120.000 Eigenkapital, finde ich cool. Ist für manche Berufsgruppen ja nachvollziehbar, aber nicht für jeden. Also ich sag mal, derjenige, der in so eine Wohnquadratmeterzahl geht, das sind meine Mandanten, die haben höhere Quadratmeterzahlen, die kaufen auch teurer ein. Ich glaube, da hat schon einer, der 120.000 hat, sehr, sehr gut gespart oder hat vielleicht von Oma, Opa oder Eltern einen kleinen Zuschuss bekommen oder gar schon etwas geerbt. Oder super fleißig gespart, gibt es auch, aber finde ich schon, ja, das finde ich super. Hier steht leider nicht, wie alt diejenigen sind, die das Haus kaufen könnten, aber das sei mal dahingestellt.
Naja, wenn man jetzt bei einer 10-jährigen Zinsbindung, war die unterstellen ihren Darlehen von 1%, ja, das ist durchaus möglich bei dem Eigenkapital, 1% Zinsen bekommen und bei 3% Tilgung pro Jahr, das heißt man hat eine Annuität, das ist Zins und Tilgung, nennt man Annuität von 4%, lege die Rate monatlich bei 1.333 Euro. Vergiss bitte nicht, Nebenkosten, Heizung, Müllabfuhr, Versicherung kommen oben drauf. Und wenn man drin ist in dem Haus, ist auch die Frage, muss der Garten vielleicht noch ein bisschen aufgepäppelt werden? Ist die Küche doch marode, die ich mitgenommen habe? Oder das eine oder andere muss vielleicht auch noch ausgetauscht werden? Also da ist immer ganz gut, wenn man noch was im Säckel hat und dann noch, wenn man reingeht in so ein Haus, auch wenn die Finanzierung schon eingestiehlt ist, noch ein bisschen Frisches, liquiditätsmäßig Frisches hat und dann noch etwas machen kann. Naja, das kostet also viel Geld. Und wenn man das sieht, auch in anderen Metropolen, die Preise sind gerade in den letzten Jahren unglaublich angestiegen. Man weiß nicht, wo ein Ende ist. Die Diskussion darüber zu führen, ist müßig, ist das eine Immobilienblase, sollte man noch kaufen oder nicht. Fakt ist, wenn jetzt einer für dieses Geld kauft, kann sich die 1.333 Euro leisten. Dann sind wir mal bei 130 Quadratmeter Wohnfläche, das wären so 10 Euro kalt. Da kann er seine Miete praktisch umwandeln in Eigentum. Also die Idee ist gar nicht mal so blöd, muss man sagen, kauft man nicht nachvollziehbar. Ja, aber nach 10 Jahren hast du natürlich ein Zinsänderungsrisiko. Und das Zinsänderungsrisiko bedeutet natürlich, nach 10 oder 15 Jahren, je nachdem wie lange man die Zinsfestschreibungszeit genommen hat, hier ist zum Beispiel 10 Jahre genommen worden, dann mal der Zins würde jetzt auf 3% hochgehen, also 2% teurer werden. Experten rechnen mit einer Verteuerung des Zinses moderat, wobei moderat 2%, ist das moderat oder nicht? Ich denke, wir werden keine 5-6% Zinsen erreichen, denn dafür sind die Staaten und auch Deutschland zu hoch verschuldet. Und der Vaterstaat, wenn er verschuldet ist, muss ja auch Zinsen für geliehenes Geld bezahlen. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, das kann nicht die Motivation der Bundesrepublik Deutschland sein, für erhöhte Zinsen einzutreten, weil dann würden sie sich selbst ins Knie schießen, weil sie müssten dann auch für geliehenes Geld, selbst an die Gläubiger, mehr Geld bezahlen. Aber was würde das bedeuten? Wirtschaftswoche hat es durchgerechnet, statt den 1.333 Euro sind auf einmal 1.790 Euro monatlich zu zahlen. Das heißt also netto 457 Euro mehr. Und Leute, 457 Euro netto, das ist eine Hausnummer. Da ist bei vielen schon Matthäus am letzten, das heißt, da kann vielleicht der Urlaub nicht gemacht werden, Auto geht mal kaputt oder sonstiges. Vielleicht einmal oder zwei, dreimal im Monat eine Pizza essen gehen und so weiter, neue Klamotten. Das ist dann auf einmal nicht mehr möglich. Und wenn dann noch etwas dazu kommt, dass beispielsweise Arbeitsplatz wegfällt oder weniger Geld bezahlt wird durch Kurzarbeit oder gar, wenn er selbstständig ist, die Umsätze zurückgehen, die Gewinne also einbrechen, naja, dann kann so etwas natürlich auch zum Desaster werden. Problem für die Bank? Na, weiß ich nicht. Die hat ja jetzt eine Besicherung. Bei dem Eigenkapital hat sie eine schöne Grundschuld. Das heißt, wenn dieser Käufer hier ausfallen sollte und angenommen, die Preise würden einigermaßen stabil bleiben, sogar ein bisschen einbrechen, würde die Bank sicherlich ihre Schulden durch eine Zwangsversteigerung wieder einfahren können. Hilft der Bank, aber es hilft nicht den Eheleuten, die hier dieses Haus gekauft haben. Also wichtig ist, ja, man sollte darüber nachdenken, kann ich vorhandene Miete in Zins und Tilgung umwandeln? Macht es Sinn? Wie finanziere ich strategisch richtig? Habe ich Eigenkapital? Sollte ich Eigenkapital einsetzen? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Da ist auch meines Erachtens immer wichtig, sich einen guten Berater zu suchen, der so Szenarien aufstellt, der Probewohn mit einmal durchspielt. Und auch schaut, was ist, wenn Risiken kommen, wenn Anschlussfinanzierungen gemacht werden müssen, wie hoch ist dann noch die Restverschuldung nach 10 oder 15 Jahren und was bedeutet dann ein Zinsanstieg von 2% oder 3%, was ist das, was bedeutet das dann für die Finanzen der Familie, kann das dann noch getragen werden oder nicht. Also da sind ganz klar, Planung ist gefragt, nicht einfach Haus kaufen, darauf vertrauen, ach, das wird schon so weiterlaufen, nach 10 bis 15 Jahren zahle ich die gleich hohen Zinsen, oder vielleicht geht es sogar noch tiefer. Nein, das ist, glaube ich, zu riskant. Man sollte da auch schon planen. Also in dem Sinne, sei sensibel für solche Sachen, plane, schaue und guck auch, dass du da Berater findest, die davon Ahnung haben, die dir dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Ja, in dem Sinne, das war's für heute zu dem Thema Baufinanzierung.
Und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung via iTunes oder Spotify, damit du keine Folge dieses Podcasts verpasst. Kannst du den Podcast abonnieren und teile diesen Podcast doch einfach an deine Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen, denn auch die haben möglicherweise das ein oder andere Thema, das ich hier in einen Podcast eingegossen habe und sagen, hey, das könnte mich auch interessieren. Viele wissen ja nicht, dass es den Podcast gibt, obwohl er mittlerweile sehr, sehr, sehr gut verbreitet und gehört wird, aber halt klein und fein ist nach wie vor, weil ich sehr, sehr spezielle und tiefgehende Themen haben. Und in dem Sinne freue ich mich auf demnächst wieder, freue du dich auf den nächsten Podcast und bleib mir gewogen, wie das so schön heißt. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.